zusammen. Hi everyone. Und zwar ganz als erstes, ich probiere erst was mit der Kamera aus, weil die geht mir dauernd aus, wenn ich es mit dem Handy mache. Und jetzt probiere ich einfach mal was aus. Ich muss mal schauen, ob ich es zeige oder nicht. Ob es was wird oder nicht. Okay. Jetzt fange ich einfach nochmal an. Ich habe vorher schon angefangen, da ist mir die Kamera wieder ausgegangen. Jetzt probiere ich es einfach mal so, wie gesagt. So, habe hier schon Deko-Art, also ich nehme jetzt Deko-Art-Farben nochmal mit dem Medium, wollte es auch mal mit Silikon ausprobieren und das teste ich jetzt mal. Habe hier dieses Bubblegum Pink, also wie gesagt, ein geiler Name für eine Farbe, ein schönes Rosa. Habe ich jetzt hier schon reingefüllt. Dann habe ich hier und zwar Primary Blue, also primäres Blau. Ich mache das ja so, dass ich erst hier die Farbe reinfülle und dann das Medium. Und dann vermischen wir das Ganze. Titanium White, also ein ganz normales Weiß. Dann habe ich hier noch von diesen kleinen Farben. Also sind Deko-Art-Farben von Americana, muss ich auch noch dazu sagen. Man findet sich noch nicht wirklich in Deutschland. Also auf Amazon findet ihr es. Es gibt anscheinend auch diesen Raya Online-Shop. Aber der hat auch nicht wirklich alles. Meine Farben hat er. Okay. Full Edge Green. Fullage. Schreibt man es. Und dann haben wir noch Spa Blue. Also ein schönes helles Blau. So, die kleinen Tuben sind natürlich schnell leer. Quietsch, quietsch. Ja, genau. Ihr kennt ja von meinem Video mit DecoArt. Und das mache ich jetzt im Prinzip nochmal mit Silikon. Das ist dieses Pouring Medium von DecoArt. Dieses gibt es jetzt auch schon auf Amazon. Nur diesen Clear Pouring Topcoat habe ich jetzt auch selbst auf Amazon noch nicht gesehen. In Amerika ist es auch erst ganz neu rausgekommen. Wird es dann vielleicht auch bald zu kaufen geben. Falls es einen interessiert, muss man dazu sagen. So, habe die Farbe jetzt wie gesagt reingefüllt. Mache hier das Pouring Medium oben drauf. Das müsste reichen und reicht vielleicht auch noch mal für ein zusätzliches Bild. So. Dann rühren wir das alles mal um. Ich hoffe, ihr könnt mich richtig sehen. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Blick, weil vorher habe ich es immer übers Handy schauen können. Aber das ist jetzt hinfällig. Ja, da brauchen wir eigentlich gar kein Wasser mehr. Ist schon dünn genug. Ja. So, mir ist halt einfach auch wichtig, dass es sich mit dem Silikon verträgt. Ja, dieses Bubblegum ist genial, finde ich. Bubblegum Pink. Das ist grün. Und jetzt haben wir noch dieses, was war's? Spa Blue. Das ist ziemlich helles Blau. Das geht schon in die Cremefarben rein.
Okay. So, jetzt habe ich meine fünf Farben fertig. Die stelle ich jetzt mal runter. Gut. Ziehe mir kurz noch Handschuhe an, die ich mal wieder vergessen habe. Wie so oft. Okay, kommt, zeige es hier auch nochmal. Zwar wegen Silikon. Also ich nehme mal mein ganz normales von Caramba Silikonspray. Vorher gut schütteln. Mache da auch wieder mehr Tropfen rein, wie ich sage immer. Ich sage immer so 7 bis 8 Tropfen. Mache aber meistens mehr. Egal. Funktioniert. Jetzt rühren wir das auch noch mal kurz um. Also ich habe jetzt auch in alle Farben reingemacht, das Silikon. Bei mir geht es wirklich darum, funktioniert das oder nicht? Aber ich denke mal schon. Gut. Dann nehme ich mir noch Becher. Machen wir auf jeden Fall einen Flip Cup zum Testen. Fangen mit dem Weiß an. Bubblegum Pink. Ups. Diesen Blau. Primary Blau. Blue. Yummer. Jetzt hoffe ich das schon wieder. Alles nur, damit ich es euch zeigen kann. Und dieses Bar Blue. Okay, gibt also schon coole Zellen, ich hoffe, ihr könnt sehen. Schauen wir mal. Plupp. So. Jetzt hoffe ich, dass ihr es sehen könnt. Die machen zweiten Becher. Das war es dann fast auch schon mit der Farbe. Ich mache jetzt hier mal nicht alle Farben rein. Ich mache jetzt zum Beispiel Pink und Weiß. Und ein Ticken von diesem Blau, von diesem Hellblau. Nehmen dann noch einen Becher. Fangen hier mit dem Blau an. Ups, dieses Grün hat wie sagt man dazu, ein paar Bobbel drin. Ich denke mal, das ist okay. So, die Farben sind soweit leer. Nehme diese mal zur Seite. Mache jetzt diesen Flip Cup auf. Okay. Lass jetzt hier laufen. Das war ja mit diesem hellen Farben, mit diesem Bubblegum Pink und diesem Weiß und ein Ticken von diesem Hellblau. Und hier haben wir jetzt mehr Blau, dunkles Blau und dieses Grün. Schleudere das mal so hin und her. So. Schauen wir mal. Lass jetzt erstmal ein bisschen laufen. Sieht mir etwas ziemlich gerade aus. Gehe jetzt aber kurz mal im Heißluftfön drüber. Dann schauen wir mal, ob es da schöne Zellen noch gibt.
schöne kleine Zellen. So, und jetzt lassen wir es mal richtig laufen. Läuft ziemlich schnell. Aber es läuft gut über die Kanten von alleine. Das hier kommt cool. Deswegen lasse ich das jetzt noch ein bisschen runterlaufen. Ja, da läuft bloß nicht viel. Okay, mich stört es hier, da sind zwei Tropfen reingekommen. Das gefällt mir nicht so. Was mache ich da jetzt? Ich ziehe jetzt auch schon meine Handschuhe aus. Schauen wir mal, ob ich mit diesem Stückchen etwas zur Seite bekomme. So gibt es ja auch einen schönen Effekt. Ziehen wir das alles noch ein bisschen raus. Okay. Gut. Ich werde jetzt noch mal kurz mit dem Heißluftfön drüber gehen und dann schauen wir mal. Okay, also es gibt schöne verschiedene Muster, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich sag mal so, man kann damit arbeiten. Ja, gut, ich würde sagen, ich lasse es nochmal für 10 Minuten einwirken. Und dann würde ich sagen, ich zeige es euch nochmal von neuem. Genau. Jetzt hänge ich fest. Okay, gut. So Leute, ich bin zurück. Jetzt könnt ihr es mal von daheim sehen. Gehen wir mal hier runter. Und ich lasse einfach mal so laufen. Weil das Blau ist gar nicht so schlecht geworden. Da haben wir diesen rosa und den weißen Streifen und haben hier eigentlich schönes, ja, ein paar vernetzte Zellen, sage ich jetzt mal. Das ist hier so eine Schweineschnauze. Okay. Das hier gefällt mir auch ganz gut, hier auf der linken Seite. Okay.
Gut, also ich würde sagen, ist natürlich auch etwas Übungssache wieder. Anderes Material, etwas anders arbeiten. Aber es funktioniert. Wer es mal ausprobieren möchte, warum nicht? Ich finde es okay soweit. Gut. Also, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Abo da, auch ein Like. Und dann, denkt mal, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bye. Tschüss.